Der Smalltalk, das Gespräch beim ersten Kennenlernen. Heinrich Heine schrieb: Ein kluger Mensch bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung. Statt mit der Tür ins Haus zu fallen, ist der Smalltalk beim ersten Kontakt ein leichtes, lockeres und angenehmes Gespräch. Zum erfolgreichen Smalltalk gehören vor allem Empathie. Grundsätzlich sollten Sie anderen Menschen positiv eingestellt und möglichst vorbereitet sein. Wenn Sie sich in Ihr Gegenüber hineinversetzen können und Themen ansprechen, in denen sich Ihr Gegenüber wie zu Hause fühlt, sind die Sympathien auf Ihrer Seite. Worüber Sie sich auch unterhalten, äußern Sie öfter ehrlich gemeintes Lob und Anerkennung. Halten Sie sich mit Kritik und Meckerei bitte zurück. Jeder unterhält sich lieber mit Menschen, die eine positive Einstellung zum Leben und zu ihrer Umgebung zeigen, als mit Nörglern. Durch Einfühlungsvermögen erleichtern Sie die Kommunikation. Jede Art mündlicher Unterhaltung bedingt vor allem aufmerksames Zuhören von beiden Seiten. Zuhören ist das schönste Kompliment, sagt man. Hören Sie zu 80% zu und sprechen Sie zu 20% oder weniger. Lassen Sie die oder den anderen zu Wort kommen. Stellen Sie auch einmal Fragen und führen Sie nicht ständig das Wort oder unterbrechen Sie kaum. Sollten Sie je nach Situation zu einem Thema nicht so viel wissen, lassen Sie es sich ruhig erzählen. Wir können nicht alles wissen. Hierbei kommt es natürlich sehr auf das Thema und die Umgebung an. Wenn Sie beim Gespräch beobachten, dass Ihre Gedanken abwandern oder Sie schnell etwas erwidern möchten, hier ein Trick aus meinem Werkzeugkoffer. Denken Sie in diesem Moment an Ihre Zehen oder schauen Sie sich die Farben der Augen Ihres Gegenübers an. Vorsicht natürlich bei zu langem Augenkontakt oder zu direktem Kontakt in anderen Kulturen. Dieser Trick verleiht Ihnen, was im Charisma so eine wichtige Bedeutung ist, eine Präsenz. Vermeiden Sie Modeworte und umgangssprachliche Redewendungen wie cool, geil, jepp oder der macht sich vom Acker. Beharren Sie auch nicht auf der eigenen Meinung. Angemessener ist es, über den Stein des Anstoßes hinwegzugehen und die Unterhaltung auf andere Bahnen zu lenken. Das macht den Meister des Smalltalks aus. Wichtig ist es, echtes Interesse statt Neugierde und Wertschätzung statt Kritik zu zeigen. Vermeiden Sie auf jeden Fall das Thema Geld. Außerdem sind brisante Themen wie zum Beispiel Politik, Religion oder persönlich Belastendes wie Krankheiten und Todesfälle verpönt. Diese Themen belasten fast immer die Gespräche und das Gegenüber. Ein fast unerschöpflicher Gesprächsstoff könnte sich aus Reisen, Theater, Interessen und Wohnort ergeben. Doch auch hier beobachten Sie die Körperhaltung, die Gesten, die Pupillen und die Signale des Gegenübers. Nicht jeder kann reisen, nicht alle haben Interesse an Theater, nicht jeder hat eine Familie oder mag Kinder oder Tiere. Versuchen Sie, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und zu spüren, welche Themen den anderen weich werden lassen, worüber sich das Gegenüber unterhalten möchte und sich dabei wohlfühlt. Dies schafft Vertrauen und eine gute Basis für weiterführende Gespräche. Das Kritisieren der Gastgeber, das des Essens und der Gäste sollte selbstverständlich entfallen. In der Öffentlichkeit als auch bei beruflichen Situationen, wie zum Beispiel bei Empfängen, sollten Sie nicht das Redemonopol an sich reißen. Es sind auch andere Gäste da, die mit demselben Recht zu Wort kommen wollen, vielleicht sogar besser reden und mehr zu sagen haben als Sie. Wer in sich ruht, kann gut zuhören und braucht nicht immer zu reden. Stille auszuhalten ist eine Kunst, die Souveränität, Ruhe und Professionalität ausstrahlt. Zweideutige Redewendungen und Wortspiele, überhaupt alle auch nur im geringsten anstößigen Anekdoten und Begebenheiten, sind stillos. Wer lebhaft, anregend, gut und mit richtiger Betonung zu reden weiß, ist sich seines Zuhörerkreises sicher. Nur muss damit die ebenso wichtige Kunst des zeitigen Aufhörens verbunden sein.
Eigeninteressen und Fachunterhaltungen sind engstem Kreise vorbehalten. Auch hier gilt, lieber zu wenig als zu viel. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das eigene Ich langweilt andere, wenn es zu viel Raum einnimmt. Das Auskramen wichtiger Gelehrsamkeit, endloser Geschichten, deren Kern und Sinn kaum herauszuschälen sind, allzu weite Ausholungen, kurz alles, was nach anmaßendem Hervordringen aussieht, unterlassen Sie bitte. Bescheidenheit ist die Zierde und das Merkmal jedes wirklich Gebildeten. Die Gesprächsatmosphäre beim ersten Kundenbesuch. Wenn ein Kunde Sie zum ersten Mal besucht, lassen Sie sich weder durch Telefonate, Besucher oder akustische Signale des E-Mail-Eingangs stören. Schaffen Sie eine schöne Gesprächsatmosphäre, damit sich Ihr Gast wohlfühlt. Übertriebene Selbstdarstellung nach dem Motto »Mein Haus, mein Auto, meine Yacht« kommt nicht gut an. Die Rede. Die Rede sollte deutlich und ausdrucksvoll sein. Bilden Sie Ihre Stimme. Nicht umsonst gilt die Regel, dass 58% des ersten Eindrucks aus dem Äußeren besteht, 38% jedoch aus der Stimme. Und nur 7% bedeutet der Inhalt dessen, was ich ausdrücken möchte. Es ist deswegen ein Vorzug, mit gebildeter Stimme und der richtigen Sprache zu reden, denn dies verleiht allem Sinn das richtige Äußere. Wer aus Bescheidenheit oder Affektiertheit lispelt, haucht oder flüstert, der erweckt ein unangenehmes Gefühl. Ebenso wenig sollten Sie laut und herausfordernd sprechen. Bleiben Sie natürlich, authentisch. Auch das Auge redet mit. Darum blicken Sie dem Zuhörenden klar und offen ins Gesicht. Die gesprochenen Sätze sind kurz zu halten und der Punkt am Ende eines Satzes sollte beachtet werden, indem die Stimme fällt. Worte sollten vorsichtig eingesetzt werden, denn sie sind wie eine Zahnpastatube. Einmal herausgedrückt, können sie nicht mehr zurückgenommen werden. Bei Geschäftsessen. Wenn es ein deklariertes Geschäftsessen ist, können Sie selbstverständlich über das Geschäft sprechen. Ansonsten halten Sie sich bitte bei Smalltalk-Themen, also leichte Themen, bei denen das Essen genossen werden kann.